zurück bei Forrest. Ja, wie... Oh, hier ist schon wieder ein Häschen. Danke. So süß. Oh. Nee. Geht nicht. Na gut, komm. Ich will wahrscheinlich wieder zum selben Ort. Ja, auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen zurück. Ihr habt gerade schon was gesehen. Ich habe nämlich was getestet gehabt. Und das funktioniert. Führe ich euch gleich mal vor. Ist noch nicht optimal gemacht. Also so gefällt es mir noch nicht. Aber es funktioniert. Ja, denn ich hatte auch keine Lust mehr gehabt, da mal hin und her zu laufen. Oder zu fahren. Auch wenn der Knight Rider echt geil ist. Ja. Gut, Birnen sind immer gut. Da hatten wir schon. Ja, hatten wir auch. Komm hier. Geil. Wurde jetzt hier hingezeigt. Was ist denn hier? Ist hier was? Nö. Also ich meine wahrscheinlich die Kiste hier. Gut, mitnehmen können wir es nicht. Oh, so will es gehen. Probieren wir mal aus, wa? Und hoffen, dass er auch am Ende noch bei uns bleibt. Soweit sind wir jetzt zum Glück nicht weg. Das Gute ist, wir können uns auf jeden Fall wiederfinden, weil wir hören ihn. Okay, ist aber ein bisschen nervig. Ja, ich nehme Musik erst mit. Ich
Und er bleibt zum Glück heiler. Geil. Ja. So. Okay. Nice, wir haben ein Radio. Also, wie ihr seht, haben wir hier eine Leine. Oder... Ja, so ein Ding halt. Ein Seil. Hab hier eine kleine Wand gebaut. Und wurde unten hier raufgeschossen. Und dann können wir zack, zack. Wir müssen natürlich in der Richtung gucken, weil wenn wir das nach da machen. Blub. Und schwupps. So, wir können natürlich auch. Allerdings, wie gesagt, nicht ganz so geil geworden. Deswegen wird es wahrscheinlich nochmal umgebaut. Ja, so habe ich das hier ruckzuck voll gemacht. Voll geil. Schön. Dann können wir jetzt hier getrost weitermachen. Erstmal. Hier haben wir es fertig gehabt, ne? Ja. So, entweder machen wir jetzt das Dach, was ich eigentlich schon für sinnvoll halte. Ja. Zack. Zack. Den können wir auch wieder noch ein paar Glühbirnen hier und da hinklatschen. Da war wohl nichts. Alter, wenn das noch weiter so passiert, ne? Klatsche ich hier noch eine Wand hin. Im Boden. Ne, nur so. Okay, hier werden wir doch noch so ein Teil, noch einen Balken zwischen machen müssen. Das ist interessant. Hm, halt! Nee, da kriegen wir doch noch einen zwischen. Okay. Jo. Okay. Und eigentlich müssen wir das doch gar nicht. Au! Verdammt! So. Das war jetzt so viel, Freundchen. Was? Alter.
Jetzt bleibt Regen. Und du? Du nicht, du bleibst definitiv liegen. So nachladen können wir nicht. Was ist das? Was war das? Sieht aber anders aus. Achso, haben wir. Gut, das müssen wir uns kurz angucken. Hat aber was ganz anderes an. Moment. Die noch einmal? Okay. Aber habt ihr auch gesehen, ne? Ich hätte ehrlich gesagt zuerst gedacht, das war Virginia. Aber die hat ja eigentlich ganz andere Klamotten. Und die werden nicht weglaufen. Die hätte Rambazamba gemacht. So, jetzt aber nochmal. Ohne dass wir jetzt auf die Fresse kriegen. So. Und dann. Hier. Dann mal ausprobieren, ne? Das geht nicht. Aber das geht, bleibt da rum. Nö. Okay. Schade. Ja, theoretisch, wenn wir jetzt hier nochmal was hochbauen, würde das gehen. Naja, gut. Die Idee war jetzt nicht verkehrt. Würde uns vielleicht noch ein bisschen fauler machen, aber. Naja, was soll's. So, einer fehlt noch, den holen wir uns jetzt hier. Oh, schön jetzt mit Musik, ne? Ich hoffe mal jetzt nicht, dass ich irgendwelche Urheberrechte verletze, aber war ja bis jetzt nicht. Da? Wer ist das? Okay. Ich meine, sie hat mir auch das Signal gegeben, dass ich sie töten soll, oder? Oh, die. Sieht aber auch ein bisschen falsch aus, so, ne? Mal hier ablegen. So, hier. Sieht keiner.
cool, jetzt haben die sogar auch normales Klamotten an. Schick, schick. Ach man. So. Denn. So. So. Oh ja, klar. Wo kann man Metallica nach mir jetzt mehr das? Aber ne, falsche Melodie. Ja, die ganze Zeit keinen Stress hier gehabt und jetzt auf einmal kommt so ein großes Chaos. Ah, cool. Ah, nimmt auf jeden Fall Form an. Ah, nur das nicht. Mona, mach gleich die Wände. Ja Gott. Bin das hier oben gleich wieder raus. So. Nee, wir machen lieber so. Genau, das ist gut. Den da oben. Ach, sind sogar zwei. Hätten wir ja machen können. So. Mhm. Hey! Bist du ein Dead? Nun ja, hier können die doch noch überall rein, aber ja, huscht. Wir können sie ja weghauen. So. Also möchte ich nicht ständig hier irgendwo gegenlaufen. Weil ja schon, wenn wir das hier gelegentlich mal verkacken. Eine Seite kriegen wir auf jeden Fall hiermit fertig. Ach ja. Ach ja. Ich baue da wirklich etwas hin. So, Tipp. Ach man. Schön, wenn wir noch so eine Schrägen machen könnten, ne? Also, dass man jetzt quasi hier so schräg rüber macht, so ein Dreieck. Das wäre auch cool. Jetzt leck mich doch mal kreuzweise hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Tipp. Nein. Ach doch. Nein, hier, hier. Nein. So.
ein bisschen hell. So das ganze Dach, aber ganz meckern kann man da jetzt auch nicht. Hm, doch. Doch, doch, doch. Ich like das. Liked ihr das auch? Wenn ja, macht doch mal ein Däumchen hoch. Und ich finde, einige haben jetzt bestimmt endlich ansatten, wo endlich hat er die Seilrutsche kennengelernt. So. Sollte aufpassen. Juhu. Ich mag das Radio. Seht ihr, für eine Reihe hat es gereicht. Sagt er, er hatte noch eine vor sich. Müsste ich doch jetzt eigentlich auch. Na, so nicht. Gut, vielleicht ist nicht die beste Position. Okay. Ich probiere mal das aus, dann können wir uns das Springen eigentlich sparen. Das würden wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit schon hätten tun können. Na gut, hier vielleicht jetzt nicht so. Cool. Jo, haben wir. Nur noch die eine Seite. Dann haben wir die Front fertig. Dann müssen wir auf jeden Fall die Tage nochmal los. Und Dings holen. Ich will hier oben, genau. Noch ein paar Panels. Damit wir noch mehr Strom haben. Und ich will auf jeden Fall Lichtschalter. Die müssen die echt noch einbauen. Na bitte, ja? Dich hätte ich wohl gebraucht. Ich hoffe, dass Kelvin da oben noch was macht. Und ich hoffe, der lebt noch. Hui. Ja, falsche Seite von der Treppe. So. Wunderbar, die Seite haben wir. So, dann kommt noch die Seite. Das wird eine längere Seite. Na komm, bei einer Seite haben wir. Das passt erstmal so. Oder machen wir das ganze Dach? Ja, Kevin macht auf jeden Fall noch. Ne, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen die Wände, damit wir auch noch ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Und dann würde ich auch wieder hier gleich wieder füllen müssen.
Aber das können wir dann diesmal zusammen machen. So. Oh, schöne Musik. So Türen mache ich mal noch nicht. Drinnen endlich Ruhe. Aber ihr seht, was ich mit den Wänden meine, ne? Brauchen wir halt 5 von den ganzen Stämmen. Und ja. Waldmäßig? Schwierig. Da bin ich echt froh über die Seilrutschen. Ich hoffe nur, dass die halt nicht despawnen. Aber rein theoretisch, wenn ich mir... Ja, also im Grunde könnte man machen, dass ein paar... Du bist kein Kolibri. Könnte man ein paar so hinkriegen, dass die halt automatisch hier reinfallen. Könnte man hinkriegen. Oder ich hacke alles, hau hier schon ein paar hin und sag Calvin, er soll hier einsortieren. Und schick halt immer mehr. Halt. Jetzt wollte ich schon wieder. Den haben wir jetzt hier gleich leer. Das ist echt schöne Musik. Ein bisschen traurig, aber schön. Also bei diesem Teil haben die sich echt viel Mühe gegeben. Kann man nicht anders sagen. So, wir sind leer. Ja, hier da ein paar. Naja, ja. Dann machen wir hier halt noch schön zu. Ja, dass wir hier halt quasi noch keinen Vorraum haben. Und hier geht es dann rein in unsere Bude. Jo, das wird was. Das wird was. Hi. So, gehen wir jetzt mal hoch. Ja, der war fleißig. Calvin, komm mal zurück. Du musst mal mitkommen. Da haben wir ihn ja. So. Halt. Folge mir mal. Also gleich. Ich muss mal ganz kurz was machen, damit er erstmal Grundlagen unten hat. So. Macht er hier ruckzuck alles fertig. Das wollen wir ja auch nicht. Und ich hoffe, es funktioniert. Okay, wir mitkommen. Komm, das sollte ja wohl definitiv reichen. So, hohe Stämme und Behälter füllen.
Ja? Schön. Wie du fällst dir jetzt Bäume? Gut. Ja, ich finde, das läuft. Wenn wir da unten wieder voll haben, gehen wir mit ihm wieder hier hoch, dann können wir hier weitermachen. Also, Reh, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein scheiß Mutant? Aber es ist so ein kleines, süßes Reh. Aus der Hölle. Oh Gott! Nicht in Ordnung. Ey, die hat mir schon öfters einen Schrecken eingejagt, als die anderen Mutanten. Durch. Schade, dass man von hier unten erst nicht ganz genau sieht, wie viele da schon liegen. Und zum Glück können wir ihn damit dann nicht erschlagen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass er jetzt noch nicht so viele voll hat. So, wenn er hier alles weg hat, werden wir schon wieder umlagern müssen. Mal gucken, wir haben schon bis da hinten durch. Obwohl da noch ein Großteil schon leer war. Ein paar liegen auf jeden Fall. Herrlich. Ich glaube, 4 Stück hat er jetzt. Okay. Wollte schon sagen. Okay, auf zu den nächsten. Ah, schon wieder überzogen. Aber egal. Ich mag jetzt eh noch ein bisschen. Kann also sein, dass heute mal ein bisschen überlänger ist. Ich glaube, heute ist. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist eben eh mein Geburtstag. Entweder heute oder gestern. Bin ich mir gerade unsicher. Von daher darf ich das. Oh, da liegen doch schon noch, doch noch ein paar mehr. Ja, wir gehen aber mal gucken. Moment, erstmal kurz waschen. Denn wir sind dreckig. Arschbombe.
So kann uns wenigstens niemand sagen, dass wir Ärsche sind. Hm? Weil wir helfen ihnen jetzt. Ah, okay. Denn jetzt schnell wieder hoch. Ah, der hat nur noch zwei. Gut, kann er wesentlich ankommen und mir einen Daumen geben. Kann er mich voll vergessen. Ja, sowas mache ich normalerweise auch screenen. Ich denke mal, das ist okay so, dass ich das diesmal jetzt mit euch mache. So, und beim nächsten Mal leer würde ich dann das Ding hier umbauen. Wahrscheinlich den auf dem Stein oder so. Dann dürften die nämlich eventuell wirklich schon da rein glitschen. Das wäre toll. Meint ihr, wie viel schaffen wir hier noch weg? Denkt dran, wir wollen noch zwei, drei Häuschen noch dazu bauen. Jetzt nicht in der Größe, aber auf jeden Fall noch welche dazu. Herr Gott, du machst echt Geräusche. Guck mal, da hinten sieht auch schon wieder recht voll aus. Wir schicken mal noch zwei Stück und dann gehen wir mal gucken, wie weit das bei ihm aussieht. Voll, voll, voll. Ja. Könnte knapp werden. Super, Kevin. Oh. Sehe gerade. Denn, kleinen Moment, Kevin. Los, Kevin, weiter so. Ich bräuchte echt noch einen zweiten, der Oma mir die Dinger runterschickt. Kevin, hast du einen Bruder? Ich frage für einen Freund. Oh, der zwei. Haben wir voll.
Folge mir mal. Ich habe da eine super Aufgabe für dich. Bitte gefallen, Kevin. Hast du noch nie gehabt. Das sieht hier aus ohne Bäume. Wenn ich eine Aufnahme irgendwo nochmal ein Bild sehe, wie es vorher aussah, dann machen wir mal einen Vergleich die Tage mal. So, hol Stämme und Behälter füllen. So. Ja, das ist ganz Neues, ne? Ja, steht hier. Wir finden es auch neu. Ach, Kelvin. Ich mag ihn. Dann joinen. Na, ah, sehen wir schon einen Baum fallen? Fallen? Jo! Na? Dekorieren tun wir denn später, wenn es wirklich fertig ist. Ja, theoretisch könnten wir eigentlich den Vorraum schon fertig machen, also komplett mit Deko. Aber nö. Nö, nö. Ich denke mal, es dauert eh noch so ein paar Aufnahmesessionen, bis das Häuschen komplett fertig ist. Und ich glaube, im Stapel stand auch drin, dass es in einer Woche wieder ein Update gibt. Da könnte eventuell noch was dazukommen. Ich hoffe immer noch auf einen Kamin. Und da noch. Aber wieso tanzt sie eigentlich jetzt nicht? Musik hat sie ja. Aber hier will sie nicht tanzen. Oh, das ist schade. Könnte ich echt noch einen Steg mit einer Stange in der Mitte hinbauen. Also so für unsere Gäste, die hinkommen. Okay, dann ist das jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Dann machen wir hier, würde ich noch hin machen. Ah. Okay, da geht's natürlich jetzt nicht. Hier, komm her. So, dann müssen wir hier. Haben wir da. Da. Wupp. Und pop. Und dann geht hier eine Tür. Naja, und hier sowieso. Ah. Wenn da unten alles offen ist, macht da eine Tür ja eh noch keinen Sinn. Also bauen wir da auch noch keine ein. Obwohl, so wollen auch niemanden, die können ja eh klettern. Ich glaube, die konnten sogar durch die Fenster durch, oder? Auch blöd. Wäre schon cool, wenn man das irgendwie noch verhindern könnte. Nein. Ich meine, man könnte. Ja, ich glaube auch doof, wenn wir vorne ein paar Spikes hinsetzen. Ah, nee.
Ne, überleg ich mir dann nochmal was. Jetzt machen wir erstmal das hier. Schon, ob die, ob das Zeit auch noch da ist, wenn wir wieder laden. Das wäre schön. Auf der Seite machen wir auch gleich noch ein paar. Zu machen da oben. Sieht auf jeden Fall alles schon ein bisschen häuslich aus. Schwarzes Männchen. So. Machen wir hier so die Seite doch schon mal zu hier. Fleisch ist auch noch nicht fertig. Das ist ja schon der Außenbereich, ne? Ne, da machen wir sowieso. Oder? Ich weiß nicht. Machen wir das schon? Na, will ich mir was anderes? Wir machen hier erstmal. Na, drei haben wir noch. Du, es sind 6 Stück sind hier und 5 brauchst du schon für eine Wand. Dann kann man sich echt richtig gut ausrechnen, wie viel übrig bleibt. Also wie viele Dinge du hier voll machen musst für die Wände. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn es 11, 12 Wände. 13 Wände. Naja. Ich sehe es auch nicht verkehrt. 13 Wände würden wir auf jeden Fall damit fertig kriegen. Naja. Ich glaube, so viele Wände haben wir gar nicht. Oder es täuscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 12, 13, 14, 15. Alles klar, haben wir doch. Nee, sag ich ja, das täuscht. Kevin, ich hoffe, du hast. Oh, ja, doch. Sieht gut aus, was er da oben macht.
So, hier kommt die Tür. So stelle ich mir doch Survival vor. auf der Insel voller Kannibal erstmal ein fettes Haus bauen. Noch einmal hier, dann hätten wir das auf jeden Fall dahingehend schon mal fertig. Nein, auch damit. Also ringsherum hätten wir es in der ersten Etage schon mal fertig. In der nächsten Reihe. Und die letzten zwei. So, alles wieder leer. Drei, zwei noch darauf. Dann haben wir jetzt noch eins, zwei, drei, vier. Ja, so circa fünf Wände noch. Dann könnten wir theoretisch auch da eine Tür einbauen. Und dann müssen wir noch hier gucken. Ja, zwischenschreiben würde jetzt. Und doch, das würde gehen. Ne, würde nicht, weil wir haben hier nicht. Scheiße. Wir könnten aber hier nochmal komplett zumachen. Hier nochmal so eine Schräge runter und dann hier zumachen. Das dürfte eigentlich funktionieren. Wir probieren es mal aus. Oh, kann ich nicht nehmen. Toll. Dann holen wir uns fix von oben welche. Ich glaube, wir haben gerade irgendein Tier überfahren. Oh, so viel hat er jetzt aber auch nicht. Kevin, du schwächelst. Nein. Warte. Okay, das geht nicht. Das ist blöd. Ja, geht. Das ist blöd. Ah, geht nur so, verdammt. Okay, also so kriegen wir es jetzt nicht hin, weil hier fehlt. Aber wir könnten. Das trotzdem so machen, dass wir hier rum haben. Den haben wir hier nochmal zu. Dann müssen wir den einmal wegnehmen. Oh, Entschuldigung! Passiert nicht nochmal. Sag ich beim nächsten Mal aber auch nochmal. So. Ja, pass doch auf. Zack. Denn, ne? So. Ja. Und dann können wir hier nochmal zumachen. Und dann haben wir eigentlich hier einen schönen Balkon oder Terrasse.
War ein Vogel? Sind da nicht schon wieder Babys hier, oder? Also schon wieder voller Blut. Okay, gut. Würde ich sagen, haben wir heute echt wirklich eine gute Überlänge gemacht. Das, ich finde das in Ordnung. Ich hoffe nur, ich habe heute wirklich Geburtstag und nicht gestern. das werden wir dann, also ich werde es gleich herausfinden. Ihr natürlich dann erst, wenn es soweit ist. Also, dann sage ich mal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Ein Däumchen oben würde mir gefallen, wenn es euch auch gefällt. Ansonsten, wenn ihr mehr davon sehen wollt, nichts verpassen möchtet, dann lasst noch ein Abo da. In diesem Sinne, ciao, ciao.